Ja, hallo und so und herzlich willkommen zu Bandished 2.0. Frage, wieso 2.0? Antwort. Mir ist mein Computer verreckt und ich habe leider die Safe-Datei nicht gesichert gehabt. Das heißt, das ist alles weg. Alles weg beim Arsch. Ich habe jetzt die Aufnahme schon mal gestartet, wie man im Hintergrund sieht. Das war eigentlich das Dorf Nurmelborn. Ist aber voll in die Binsen gegangen. Jetzt nehme ich es nochmal einkaufen, weil es wurscht ist. Ich habe mir den Map-Seed hab ich mir rausgeschrieben von der ersten Map, die was ich gespielt habe, dass wir das nur mal gleich machen. Der Name ist auch wieder Editown natürlich. Terrain-Typ bleibt auch Valleys, Medium ist auch klar, Farbast da, Disaster schalte aus, bei mir persönlich ist die Spür auch ohne Disaster schwer genug. Und die Startbedingungen wieder Medium passt da, das heißt, wir starten gleich direkt wieder in Banished 2.0 oder Banished 2.0, Banished. Ich mit meiner Aussprache. Jo. Und ein fundamentaler Fehler, der was mir natürlich aufgefallen ist, letztens, gleich mal Pause, ist, ich habe keine Schule gebaut gehabt, drum auch die vielen Ernteausfälle, weil einfach meine Leute stroh dumm waren, alle, wenn man das immer so sagen darf. Ich schalte mir jetzt gleich als allererstes wieder die wichtigsten Helferlein ein. Einmal die kleine Map, dann die Übersicht von meinen Arbeitern. Und jo, dann werden wir uns da wieder eine schöne Einteilung einfallen lassen. Und zwar brauchen wir als allererstes, was sonst? Felder. Und auch bei den Feldern werde ich ein bisschen was abändern. Da lassen wir zwei frei. Die mache ich jetzt nämlich 11x10 groß. Oder 10x11, wie man es sieht. Weil ich mit zwei Arbeitern auskommen will. Und das ist das größte mögliche Feld mit zwei Arbeitern. Ist, man schafft es, wie gesagt, auch mit einem Arbeiter. Ist überhaupt kein Thema. Nur hast du dann das kleine Problem, dass du, wenn die weite Wege zum Zurücklegen haben und so, Ernteausfälle produzierst oder Ernteausfälle passieren, weil einfach einer mit anfällt, ja, was heißt nicht überfordert, aber er hat halt genügend zu tun, sagen wir mal so. Dann bauen wir uns da aber gleich mal die Straße, die wird doppelspurig, mal eine gescheite Autobahn hinbringen, bauen wir einfach mal da so her, dann bauen wir, geht was so das, da will ich, genau, da oben, da wir uns dann nur Straßen bauen. Da daneben, weil mit dem einen Platzl komme ich mal definitiv nicht aus, das weiß ich jetzt schon. Da haben wir gleich noch einen zweiten Stockpile errichten. Machen wir 5x5, da wäre mal groß, das genügt. Und da unten, da geht nichts Stockpile, Blödsinn. Ich brauche noch eine Straße für hier entlang. Die Umrandung, die mache ich nachher dann, das ist jetzt nicht so tragisch. Das Einzige, was wir einer kleinen anschaffen, ist ein Häusl, dass wir über den Winter um ja dann schön was zum Wohnen haben. Da geht wieder keins her. Da geht uns her. Da geht uns her. Und da oben werden wir auch noch ein paar Häusl bauen. Das heißt, mit R wie immer drehen. 1, 2, 3. Oder zwischen 4, aber da werde ich einen Teil von den Häusern werde ich noch pausieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser, das passt. Dann werden wir uns auch gleich vorsehungstechnisch. Ja, was ich können eigentlich mal anfangen. Ich muss nur aufpassen, dass ich sie auch nicht übersehe, weil sie müssen dann gleich einmal wieder anfangen, dass wir Felder bestellen, weil sonst geht es nicht aus. So, da haben wir Pepper, wir haben leider nichts anderes. Dann werden wir zwei Farmer bestimmen. Lass uns dabei wieder weiterhackeln. Lass uns das ausrahmen. So, tata. So, da haben wir auch Pepper und dann weitere zwei Farmer bestimmen. Den Rest, da machen wir mal 4, 3, 4 zu den Bildern rein. Das genügt aber einmal. Dann sollen wir als allererstes da gleich mal wieder abholzen, dass wir genügend Holz vorrätig haben. Wir werden dann gleich wieder bauen. Einen Woodcutter natürlich.
wir den einfach da an. Das ist eine gute Idee. Dann nehmen wir dann den Schmied. Zum Schmieden haben. Und was wir auch noch bauen werden, ist gleich einmal einen Schneider. Ich sehe gleich, da geht es wieder ins. Ah, legt ihn nicht aus. Dann bauen wir den da verkehrt. Da wird dann mal Wege runterziehen. Da. Ich kenne sie schon gehabt, dass ich da eine Verbindungsstraße drüber fahre. So, heißen wir ein Bad. Gut. Gut. Das ist gerade das Erste. Fett drin. Adelte. Offen von ziehen. So. Da haben wir vorhin das Echo. Dann werden wir mal den Schnitt pausieren und mal abpausieren. Das ist der Wutkarte, einfach fertiggestellt wird. Ja, das ist mitunter mal momentan fast das Wichtigste. So, jetzt müssen wir arbeiten. Was wir auch gleich machen werden, ist natürlich, was wir vorher angemerkt haben, was wir übersehen haben, eine Schule. Die geht für was? Die geht für was? Das ist low. Firewood ist low. Ja, da muss man ran schaffen. Mal laufen. Dann werden wir ja nochmal Stein kollekten lassen und Eisen. So. Die Schule wird aufgebaut, das passt auch ganz gut. Und nach der Schule gehen wir dann gleich los auf den Blacksmith. Schmied. Aber so überbrückt man dann schon mal, das ist dann schon mal gar nicht so blöd für den Anfang. Nahrung wird eingefahren, das passt auch. Den werden wir arbeiten lassen, da werden wir die Pause außer tun. Das Feuerholz werden wir erhöhen auf 400 gleich. Das sollten wir mal schaffen. Dann werden wir uns fürs nächste Jahr gleich nehmen, ein Feld machen. Immer passt. Nahrung mit über 1000 müssen sie eigentlich schön ausgehen. Die Masterpause ausgehen. Das ist einmal so das Fundamentale, hätte ich gesagt, in dem Spiel. Iron ist mal so, Feuer noch nicht hoch. Keiner Junge helfen. Achso, Schmied werden wir dann auch gleich aktivieren. Das ist der Taylor. Den Taylor brauchen wir zuerst beim Jäger. Bevor wir den aktivieren. So, jetzt sind wir das Search langsam. Aktivieren, alle Winter, ja, das ist ganz gleich. Was ist das? Pepper. Und zwei weitere. Zwei weitere Farmer. Das will man dann da hier oben gleich mal bauen. Forester. Halt. Und Stop Pipe. Blödsinn. Das ist der Forester. Da haben sie da herum eigentlich ganz gut bewerten, würde ich mal sagen. Und was wir auch dazu bauen können, ist ein Hunter. Einfach, dass man genügend Nahrung bekommen. Und dann werden wir bauen eine Straße.
Dann bauen wir die ein bisschen tricky. Hoppala. Zwar, was haben wir? Dann nehme ich jetzt die. Das ist das letzte, wie man es vorgestellt hat. Bauen wir es mit drüber. Hab ich jetzt. Jawohl. Ganz am Ufer entlang, dass wir ihn ja nicht stören. Feuerholz ist genug da dabei. Dann sollten wir jetzt ein normales Holz wieder harvesten. Hey, was soll denn das? Schon wieder ein Ausfall vom Funk-Headset. ja, die Steine sind mir weg da, habe ich gerade gesagt. Ich hoffe, das habe ich verkehrt. Dann müssen wir eigentlich abwarten, bis die Kinder groß werden. Beziehungsweise können wir ja da herum dann noch zwei Häuser werden wir noch schnell aktivieren. Und dann werden wir da gleich noch Feld machen. Förder. Ja, läuft doch! Kein Holz mehr da. Warum ist auch gut? Oh oh. Oh oh. Das ist Nahrung gut. Achso, das ist die erste Saison von dem Ding. Ich hoffe, das geht jetzt nicht nach hinten los, mein Vorhaben. Und wenn er da gleich mal Harvest. Schaut zwar leider nicht so viel aus, aber ich muss schauen, dass ich da jetzt dass ich drüber komme über die Hungerperiode, sag ich jetzt einmal. Gehen wir auf 4300, das wurscht ist. Ich geh halt heim und iss was. Wir schwanken was. Das ist eh fertig. Hab ich die Tasse gedrückt, weil es so bald abbrochen war. Naja, schaut ein bisschen weniger. Aber nicht viel. Siehst du das? Da hätte ich eigentlich auch schwer gekleidet. Die fressen das Kind sich gar nicht fast. Das ist ja arg. Jetzt haben wir eine gute Kette. Früher müssen sie das aber ausgelassen haben. Das wird da aktivieren. Dann werden wir noch ein paar Straßen machen. Einfach zur nächsten Optik. Na, bin ich da blöd. Komm ich da über die Steine nicht drüber. Achso, du willst jetzt die Arme. Ah, leck mich nicht aus. Gut, Nahrung haben wir eigentlich nicht wieder erwischt. Naja, wer schnell rennt, braucht viel zum Essen, gell? Wenn wir das Foto starten, ha? So, Pepper, weil was haben wir, was hätten wir denn sonst? Zwei Farmer. Passt das auch ganz gut. Da werden wir dann ein bisschen. Jetzt haben wir das schon wieder zugemacht. Blöde Fenster. Sehen wir da mal so einen möchtigen Kreis oder möchtigen den hier und dann. So, jetzt müssen sie jetzt auch mit der Straße da ausgehen. Ja. Jetzt geht's ja aus. Das Essen ist schon wieder gar. Hey, jetzt aber.
Futtern denn meine Leute? Das ist ja arg.